Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück mit einer neuen und weiteren Info. Und zwar diese Info, die ich gerade bekommen habe, bestärkt mich nochmal ganz, ganz doll darin, wie wichtig es ist, dass wir dringend dieses Betreuungsgesetz ändern. Er meinte, früher nannte man das Ganze Entmündigung und das fand er viel, viel ehrlicher als heutzutage das Wort Betreuung. Denn der Betreute hat, wie er selbst meinte, keinerlei Rechte mehr. Er darf sich nicht einmal einen Anwalt nehmen, sprich wenn er selbst mit der Betreuung zum Beispiel auch unzufrieden ist, kann er sich nicht einmal einen Anwalt nehmen, sich dagegen schützen. Mit Glück, meint er, funktioniert das, dass man einen Rechtspfleger nochmal beauftragen kann, aber da sich die meisten eben nicht beschweren oder dann eben zu viel bei Gericht beschweren, bleibt das alles brach. Ja? Und ja, die Geschädigten bleiben dadurch immer die Geschädigten. Und das finde ich wirklich sehr fatal. Also ich war wirklich gerade sehr geschockt, als er mir das mitteilte, dass die Betreuten einfach keine Chance haben, sich selbst zu schützen, selbst für ihr Recht einzustehen, etwas zu unternehmen. Und dass auch das ein Grund sei, warum viele gegen zum Beispiel Doppelbetreuung sind, weil da ja ein zweiter Part sich für den Betreuten ja mit einsetzen könnte, wenn es der andere zum Beispiel nicht will. Das einfach mal dazu als Information. Und ihr seht, es ist wirklich dringend nötig, dass wir dieses Betreuungsgesetz ändern und dass einfach jeder die gleichen Rechte hat. Also es kann nicht sein, ja, nur wenn man mit seinem Leben beispielsweise gerade nicht klarkommt, weil man beispielsweise gerade ein Tief hat oder eben weil man alt ist, ja, kognitiv eingeschränkt ist, weil man eine geistige Störung hat, ja, dass man dadurch einfach keinerlei Rechte hat. Entschuldigung, kann nicht sein, darf nicht sein. Und das wollen wir nicht und somit hat es auch keinen anderen so zu geben. Wenn ihr es genauso seht, bitte unterstützt mich bei dieser Gesetzesänderung und dann kriegen wir das hoffentlich bald durch. Immerhin kann es uns allen jederzeit auch selbst zugehen. Alles klar, ich wünsche euch was, macht's gut. Bis demnächst.